Na Schnuckis, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei The Division 2. Tom Clancy's The Division 2, fuck yeah, Amerika. Wir sollen Verhördaten sicherstellen, machen wir mal. Verstärkung der True Sons nähert sich Ihnen. Norden oder Süden? Sowohl als auch, wir kommen von Süden. Mit all den verriegelten Toren ist der Nordausgang sowieso näher. So, okay. Sehe ich jetzt erst. Das sind die True Sons gegen die Hyenas, ne? Kann das sein? Noch Fragen? Scheiße, die haben die hingerichtet, Alter. Ich meine, ja, das habe ich erwartet. Dass die gemeinsam Weihnachten nachfeiern? Auch nicht wirklich. Das wäre aber schön gewesen. So, okay, dann wollen wir mal schauen, dass wir hier rauskommen. Draußen brauchen sie auf jeden Fall unsere Unterstützung. Denn wir, und das haben wir ja relativ früh schon rausgefunden, wir sind die Division, nicht wir sind Teil der, wir sind die Division. Ohne uns wären die ein Scheiß, denn wir sind Amerika. Scheiße, da komme ich nicht hoch. Sie versuchen durchzubrechen. Captain Briggs. Wo ist denn er? Bist du Captain Briggs? Oh ja, du bist Captain Briggs. What the f- Fuck you, Captain Briggs!
eine Nachricht von Odessa bekommen. Sie möchte Sie persönlich treffen und sich für Ihre Hilfe bedanken. Agent, ihr Schütze sind bereit für eine neue Fertigkeit. Kommen Sie zur Basis und wir gehen das an. Sprechen Sie mit Alani Kelso. Schlosssiedlung. Die Campus-Siedlung. Oh, jetzt kommen neue Sachen rein. Ich bin ja nur sauer, wir haben alles gefunden. Außer so eine Kiste. Wo ist denn die Schlosssiedlung? Ach, da unten. Schau mal einer, guck. Studien haben gezeigt, dass wenn man über Studien redet, man intelligent daherkommt. Würde ich sagen, gehen wir zum Kontrollpunkt. Das ist, glaube ich... Ist es die Air Force One? Ah nee, es ist das Erdloch. Einige der wenigen Plätze, wo wir nicht direkt neben einer Waffentruhe spawnen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da direkt hin und sprechen mit der Alani Kelso. Bin ich mal gespannt. Dann haben wir gleich wieder ein neues, ja, nicht ja, verbündeten Outpost. Sondern halt richtig ein Lager. So richtig mit Lager und so. Wir haben einen Notruf von der Schlosssiedlung empfangen und konnten seitdem keinen Kontakt mehr herstellen. Gehen Sie da mal hin, wenn Sie können. Die Trussans haben ihn schwer zugesetzt. Vielleicht brauchen Sie Hilfe. Nein! Scheiße! Wo sind Sie? So, hätten wir das auch erledigt, obwohl ich das hier gerade sehe. Ich habe ja in den Nachrichten auch mitverfolgt, wie Notre Dame gebrannt hat. Ist natürlich, ich gehe nicht davon aus, dass da jetzt irgendwie, dass da Menschen was passiert ist. Aber ist natürlich ein Wahrzeichen. Ich sehe das immer ein bisschen differenziert. Ich finde es krass, wenn sowas passiert. Aber ich denke dann immer, ja, es ist halt nur ein Objekt. So, Menschen sind deutlich wichtiger. Deswegen, wie gesagt, hoffe ich, dass da nicht wirklich was passiert ist. Oh, so eine Löcher kenne ich. Das ist, wenn die Raketenwürmer da rauskommen. Schon cool hier. Mörserangriff, Chemiewaffen. 7 Überlebende. Ja, Manny, 7 insgesamt. Der Sheriff ist gerade gekommen. Können Sie diese Leute in Sicherheit bringen? Ich werde den Bastard umbringen, der das getan hat. Du bist in Sicherheit, versprochen. Der Angriff kam vom Jefferson Plaza. Tun Sie, was nötig ist. Hey! Töten Sie alle! Die dunkle Seite ist stark in dir. Jefferson Plaza. Alright. Wir haben auch so ein paar neue Nebenaufträge entdeckt. SHD-Nebeneinsatz. SHD-Nebeneinsatz.
Ich frag mich halt, SHD-Nebeneinsätze sind einfach nur Sachen, wo man SHD-Sachen bekommt, beziehungsweise die wir vom Hauptquartier bekommen, so sehe ich das. Dann gibt's die Nebeneinsätze, die einfach so geschehen. Alter, das gibt so viel Shit, den wir hier zu tun haben. Erstmal müssen wir in die Siedlung jetzt. Von Siedlung zu Siedlung. Langsam arbeitet das in Arbeit aus. Langsam artet das in Arbeit aus. Ich kann doch noch ein bisschen Deutsch. Ich habe zurzeit so viel um die Ohren, ey, wenn ihr wüsstet. Ich würde euch das gern alles erzählen. Aber... das dauert leider noch ein bisschen. Hallo. Hallo. So, haben wir auf jeden Fall alles gespendet, was wir so spenden konnten. Für die aktuellen Projekte, dann sollen wir hier noch mit irgendjemand quatschen, und zwar... ach, mit Odessa direkt. Okay. Okay, cool. Wir sollen auch noch mit Charles Douglas. Guten Tag. Tag. Hey, Agent. Schön, Sie zu sehen. Sie haben etwas Undenkbares getan. Sie gaben uns Hoffnung. Ich glaube, Kelso und ich haben beide vergessen, wie wichtig das ist. Ich bitte Sie ungern um mehr, wo Sie doch schon so viel getan haben. Aber wenn Sie zufällig in der Nähe des Polizeihauptquartiers auf der Indiana Avenue vorbeikommen, könnten Sie mir bei einer persönlichen Sache helfen. Nichts Dringendes. Ich höre. Aber es würde mir viel bedeuten. Genau, ich hatte mich nämlich schon gefragt, hey, wann die... du glaubst nicht, was ich... die nächsten Aufträge für das Theater kommen. Denn wir haben ja hier Siedlungsfortschritt. Was haben wir mittlerweile alle? Hey, Agent. Hey. So, scheiße, jetzt müssen wir bloß gucken. Charles, da hinten. Da müssen wir ganz genau hingucken, um das orange Teil zu sehen. Ich heiße Charles Douglas. Tag. Ich überwache den Schießstand, den Sie im Keller des Weißen Hauses eingerichtet haben. Freue mich auf die Zusammenarbeit. Okay. Dann heißt es wohl erstmal zum Weißen Haus. Gucken, was dieser Schießstand ist. Dann haben wir auch SHD zum Ausgeben. Shade. Ja. Und. So langsam denke ich, wir brauchen eigentlich viel mehr Vorteile, damit wir da... naja, kommt mir zumindest so vor, als ob wir gleich durch wären hier. Stimmt, die Teile. Ah, das kannst du ja auch noch. Dafür brauchst du ja auch noch die Sachen. Der Impulsgeber wäre natürlich interessant. Hebt Gegner optisch hervor. Der feste Scanner, der kontinuierlich Impulse abgibt. Und der zum Abschalten feindlicher
Ne, wir nehmen mal den Standard-Scanner, den Oldschool-Scanner. So, dann schauen wir mal. Neue Ausrüstung kann jetzt im Inventar erstellt werden. Insgesamt also 4. Check ich immer noch nicht. Was für eine neue Ausrüstung? Egal. Klingt wichtig. Also ballern wir da einfach mal rein. Okay, das erst mit Stufe 30. Du weißt fast nicht mehr, was du dir holen sollst. Das meiste ist bis Level 50. Das hier können wir halt nicht, weil wir Otis brauchen. Und dann können wir aber... Was mit ihm hier? So. Schießstand. Jetzt zeig ich mal her. Schießstand. Probieren Sie neue Waffen auf dem Schießstand aus, um herauszufinden, wie viel Schaden sie Zielen auf kürzere und weitere Distanz zufügt. Benutzen Sie unterschiedliche Schießbahnen, um zu testen, bla bla. Ja, naja. Ja. Ganz nett, guckt man jetzt auch nicht. Schön, Sie zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen weiterhelfen kann. Ja, ganz lustig, wie gesagt. Ist ja hier 8 Munition, das ist gut. So, liebe Leute. Dann ist ja die Frage, wo jetzt als nächstes hin? Dank der neuen Matratze schlafe ich endlich wieder etwas besser. Wollte nochmal hier kurz gucken bei den Projekten, aber ich glaube, mittlerweile werden uns die Projekte von alles überall angezeigt. Vor allem, wir haben doch auch schon einen Kopfgeldeinsatz für irgendwas bekommen gehabt. Aber können den, glaube ich, nicht ausführen, weil uns halt noch der Dude fehlt, ne? Hey, so. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Was? Stufe 25. Rutscht mir den Buckel runter. Und direkt ein verfluchtes Scheißteil. Geh endlich. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Draußen gibt es auch nur... Aber wir waren ja in der East Mall noch nicht mal ganz fertig. Gehen wir erstmal zum Kontrollpunkt, holen uns das SHD. Und dann würde ich sagen, ist das ein Wrap-Up schon? Ah, ich habe gerade gesehen, da ist noch ein Kontrollpunkt, den wir einnehmen müssen. Hier drüben. Okay, dann machen wir das natürlich auch noch. Ist da irgendwas drin? Wir wären Ihnen dankbar für Ihre Hilfe. Dass man nicht einfach drücken kann, weißt du, wie ich meine? So. Kommentiere ich nicht. Dann holen wir uns diesen Behälter, wie gesagt, und dann können wir ja mal gucken, dass wir noch den Kontrollpunkt einnehmen.
hat er gesagt? Toll, mit mir ein Team zu sein? Okay, das scheint unten zu sein. Das ist der Weg runter und bei der Gelegenheit können wir uns dann auch mal wieder nach einem Schlüssel umsehen. Den wir dann wieder nicht nutzen. Ja. Schlüssel der True Sons. Ich finde es halt seltsam, dass die Schlüssel hier unten zu finden sind. Ich meine, ja, dadurch macht es halt Sinn, sich auch mal die Kanalisationen anzugucken. Aber... Real? Ist ja dann doch eher ein bisschen strange. Studien haben gezeigt, dass die... Können wir da eine Schnellreise machen? Können wir nicht. Aber wir können hier wieder hin. Dann sind wir zumindest oben, dann sparen wir uns jetzt den Weg nach hinten und mit der Rolltreppe, habe ich beinahe gesagt, mit der Leiter wieder nach oben. So geht doch noch ein bisschen schneller, sagte er und hoffte. Studien haben gezeigt, dass wenn ich dir meine Faust in den Arsch, dann ouch. Ich lese da immer, also die Entfernungsangaben. Ich lese das doch richtig, ne? Punkt 3 sind doch 300 Meter. Oder... Bin ich ganz fern der Realität damit? Gemacht. Okay. Puh, manchmal lenkt das einen echt ab, wie viel krassen Shit man hier unterwegs immer findet. Also jetzt gegnermäßig, ne? Dass so unsere Leute, die patrouillieren und ständig in Hinterhalte geraten. Da hast du die anderen, die laufend Scheiße machen. Oh. Die Schlosssiedlung ist das Gebiet von Sergeant Snow, General. Mike Snow, Captain Wilson. Er ist ein Deserteur. Verräter haben keine Ränge. Tut mir leid, Sir. Er soll eine Politik der offenen Tür betreiben. Er war schon immer schwach. Die Zahl der Flüchtlinge bei Ihnen steigt ständig. Die Schlimmsten, die es in dieser Stadt gibt. Degenerierte und Verräter. Wozu sind sie denn gut? Das Virus wird sich rasant dort verbreiten. Wir müssen das Problem an der Wurzel anpacken. Räumen wir endlich in dieser Stadt auf. Mal sehen, was das DC-62 so alles drauf hat. Hier ist jeder gegen jeden, ne? Unglaublich. Hier richtig? Shit, das erinnert mich an die eine Szene aus Fallout 3. Die U-Bahn. Oh Leute, ich habe Fallout 3 habe ich geliebt.
schon. Komm schon, kletter da hoch, du Arsch! Konnte halt vorher nicht die Alliierten rufen. Zielobjekt umkreist uns! Oren! Bau ein Geschütz auf! Hat jemand eine Wende übrig? Eine Granate! Ich pass drauf auf! Okay, das ist keine Bumstonne. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Wege sind Schutt und Asche. Mehr kann ich nicht ein. Dann läuft er neben mir lang, Alter. Und wieder einmal. Ihr wartet ein Projekt auf die Fertigstellung. Hier bin ich in der Metro. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Mit ein neues Cap. Also für den Shit, den man hier so bekommt, lohnt sich's doch schon wie immer. Ist das eine falsche Anzeige, Alter? Pokémon Goldener. High-End-Sachen. Wird mir als schlechter angezeigt. Aber wenn ich drauf gehe, ist der Fall nach oben. Strange, Alter. Keine Sorge, schauen wir uns direkt mal an. Ja, ist besser, habe ich mir fast gedacht. Das sind High-End-Sachen, Alter. Übelst geil. So, hier haben wir auch noch eine Maske bekommen. Die ist genauso gut wie unsere, aber ist natürlich blau. Dann nehmen wir natürlich die blaue. Handy als Maul.
Nichts davon können wir irgendwie nutzen. Dann haben wir hier wieder so eine Magnum. Die Sniper ist natürlich die Zerstörung Deluxe, ne? Mal 1,7K. Dann haben wir hier eine 3,1K, Alter. Das kann weg. 3,8. Das kann weg. 3,7. 3,0. 1,5. 2,8. Das kann weg. Und auf Spalten. Und pass mal auf, danach kommt: Wir brauchen Unterstützung. Bring mal Waffen. So. Schrotflinte haben wir. Wir haben eine Sniper, wir haben eine LMG. Genau. Da wird uns auch nicht so schnell langweilig von, glaube ich. Fertigkeiten wollen sie einmal, dass wir hier das Sucherteil eingegeben haben, damit sie mich in Ruhe lassen. Ja, und dann können wir auch gleich wieder die Drohne. Genau. Damit haben wir uns ja jetzt eingespielt. Modmäßig können wir hier noch schauen, ob es hier was gibt. Wir haben keinen anderen Revolver. Gut, Leute. Haben wir die Metro eingenommen. Jefferson Legacy. Leute, das ist ein Kopfgeld. Scheiße, die Folge ist eigentlich rum. Aber wir machen jetzt noch dieses Kopfgeld. Was soll's? Das ist halt zeitlich begrenzt und ich kann jetzt keine Folge mehr aufnehmen. Ich habe keine Zeit dafür. Von hier aus nicht treffen, seid ihr grenzdebil oder? Scheiße, ich halte die Augen auf. Ich komm nicht ran. Beschützt es mit eurem Leben. Verdammt. Ziel gesichtet, Sheriff. Da ist er. Oh, ich war nie kampfuntauglich. Okay, zu Befehl.
Der sich geheilt, die Sau. Wir stehen unter Beschuss. Also ich muss ehrlich sagen, die Kopfgeldeinsätze machen bis jetzt echt am meisten Spaß. Obwohl der Rest auch alles übelst Spaß macht. Also das ist schon... Das ist schon... nochmal so ein bisschen Pfeffer auf dem Honig. So... Das ist ein Gewehr. Puh. Leute, ich würde sagen, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von The Division 2. Bis dahin, bleibt dran, hinterlasst mir vielleicht gerne ein Däumchen nach oben. Bye, bye. Macht übel Spaß, die Scheiße. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber das Spiel, die Story ist stupide oder gar nicht vorhanden. Die ganzen Charaktere gehen mir alle am Arsch vorbei. Aber es macht einfach Spaß. Ist so.